Schumann. Ja, genau. Ja. Ich verlese jetzt noch so die News von der Initiative Berlin-Brandenburg für Zivilklausel Militärforschung. Wir begrüßen die Initiative der AG Bildungsproteste und die Bildungsministerin wieder mehr in der Diskussion zu bringen. Diese Form der Wissensvermittlung betrachten wir als Teil der permanenten Revolution gegen alle Menschen. Alle, die studieren möchten, müssen sich viele Jahre einer Bildung aussetzen, welche sich durch fremdbestimmte Inhalte und Ziele auszeichnet. Wir halten es für relevant, perspektivisch Proteste zu organisieren, die alle an der Bildung beteiligten ansprechen und von allen getragen wurden. Nur so können wir erreichen, dass unser Protest effektiv und nicht wie in der Vergangenheit von der Politik ausgesetzt wird. Insbesondere möchten wir als Brandenburg-Berlin-Initiative die Forderung der Schülerinnen und Vertreter der Erzhabung nach einer Zivilklausel hervorheben. Die Zivilklausel stellt klar, dass Militär- und Rüstungskonzernen kein Raum in der jeweiligen Bildungseinrichtung gewährt wird. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht bemüht sich die Bundeswehr verstärkt, Fuß in den Schulen zu fassen. Von offiziellen Werbeveranstaltungen über vorbereitete Unterrichtsmaterialien für Lehrerinnen bis hin zum sogenannten Strategiespielpalast, bei dem Jugendlichen die Notwendigkeit militärischer Interventionen und Militär im Allgemeinen vermittelt werden soll. Wir sehen diese Entwicklung im Zusammenhang mit der Militarisierung der Gesellschaft, welche Kriege in der breiten Masse salonfähig machen soll. Deshalb freuen wir uns darüber, dass die Idee der Zivilklausel auch in Schulen aufgenommen wird und fordern euch auf, diese Entwicklung zu unterstützen und in andere Schulen zu tragen. Solidarisch. Brandenburg, Berliner Initiative für Zivilklausel gegen Rüstung und Militärforschung.